So, meine lieben Volleyballfans, hier noch ein herzliches Hallo aus der Volleyballhalle am Lamprechtsgrund. Es ist Saisonstart. Wir haben hier heute zu Gast die Alemannia Aachen und der Schweriner Sportclub als amtierender deutscher Meister hat hier jetzt in dieser Saison 2009-2010 sein erstes Heimspiel. Und wir melden uns nachher gleich wieder nach Ende des Spiels und hoffen auf einen Erfolg für den Schweriner Sportclub. Schließlich sind sie der Meister, der jetzt gejagt wird. Und hier in der altehrwürdigen Halle hier am Lamprechtsgrund. Die Zeit läuft ja hier auch letztendlich, weil im Februar bzw. im März 2010 dann der Umzug hier in die neue Volleyballarena stattfinden soll und dann diese Spiele hier in dieser kleinen Volleyballhalle noch was ganz Besonderes. Der Schweriner Sportclub wird in der Saison auch im Europapokal vertreten sein. Dann kommt auch noch der DVV-Pokal. Also für die Volleyballfans hier im Land und um Schwerin ist viel geboten, wird viel geboten. Und ich hoffe, dass wir uns auch wieder in der Saison zu jedem Heimspiel sehen. Und nach dem Spiel melden wir uns wieder. Bis gleich. Die 12 Schilder schwer und die Nummer 13 Alexandra Weiß. Feder bei der Alemannia, der Stefan Vatter und seine Co-Trainerin Kira Katharina. Und FSV 1 bzw. 1.05, 3
3:0 gegen Freiburg. Das war die Fußball-Bundesliga. Und heute Nachmittag fährt unser FC Hansa Rostock auswärts 3:1. Thank you.